Die Stimme wird bald wieder voll da sein. Die Botschaft ist gegeben des heutigen Tages, der heutigen Lichtlesung, der 97. Lichtlesung von Meister Saint-Germain. Und bevor wir diese Live-Botschaft hören, widmen wir uns jetzt einem ganz bedeutenden Thema in der Bewusstseinsarbeit durch die Gnade Gottes, und zwar dem Thema und dem Titel die Eigenschwingung halten und erhöhen. Also wie kann es uns gelingen, die Eigenschwingung konstant zu halten und kontinuierlich anzuheben? Für dieses Thema wurde eine wunderbare Botschaft gegeben. Sie beinhaltet zwei Affirmationen und ich werde, wenn wir an diesen Stellen sind, die erforderlichen Pausen machen, sodass Sie sich den Prozess, so Sie wünschen, vollkommen hingeben können. Ich beginne nun mit der Botschaft von Meister Saint-Germain, Eigenschwingung halten und erhöhen, in der Bewusstseinsarbeit in der Gnade Gottes für die heutige Lichtlesung. Wie gelangst du dahin, geliebte Menschen? Heute wollen wir uns damit befassen, wie eine hohe Grundschwingung zu halten ist und wodurch ein Abschwingen verhindert werden kann. Heute widmen wir uns dem Thema die Eigenschwingung halten und eine höhere Schwingung erlangen. Dies mit der Absicht und dem Ziel, diese feststoffliche Welt durch die feinstofflichen Kanäle wahrzunehmen, ohne dabei Schmerzen zu erleiden. Ich bin Meister Saint-Germain. Ich bin der Bruder der Menschheit und der Bruder jedes Menschen. Wir sind wahrlich Geschwister aus der Ewigkeit, seit Ewigkeit und in Ewigkeit. Ich bin mitten unter euch. Wie gelangst du dahin, wo dich keine äußeren Umstände mehr zurückwerfen, wo du fest verankert in dir stehst und wo dir Schwingungsunterschiede nichts mehr ausmachen? Wie ist es möglich, einen stabilen Schwingungslevel zu erreichen und von diffusen Schwingungsfeldern kaum oder gar nicht mehr erreicht zu werden? Und wie ist es möglich, seine Eigenschwingung kontinuierlich zu erhöhen, ohne dabei die Erdung zu verlieren, weltfremd zu werden oder seine irdischen Aufträge zu vernachlässigen? Diesen Themen wenden wir uns jetzt hin, damit ihr in Zukunft spielerisch an eurem inneren Wachstum weiterarbeiten könnt. Ich gebe euch einfache Werkzeuge dafür und es liegt an jedem Einzelnen von euch, ob er diese zur Anwendung bringt. Es ist die Zeit, in der sich alles zeigt, in der sich alles entlädt, in der sich alles umkehrt. Es ist die Epoche des großen Wandels und der alles verändernden Umbrüche. Die kosmische Rückführung der Menschheit in das Licht ist im Gange. Auch wenn sich dies den meisten Menschen immer noch entzieht, Gott ist allgegenwärtig. Der Schöpfer ist allezeit präsent. Und seine Gnade fließt in einem unendlichen Strom von flüssigem Licht zur Erde. Wer sich in dieser Zeit für die Energie der Liebe öffnet, wer sein Herz nicht länger verschließt und an seinen Blockaden nicht mehr festhalten möchte, der hat heute die beste und einmalige Gelegenheit,
in einem einzigen Leben, in diesem Leben, Vollendung zu erlangen. Und jede Arbeit mit dem göttlichen Lichte, jede Heilung im göttlichen Lichte ist das Fundament dafür. Ohne fundierte Transformationsarbeit kommt heute kein Mensch, der seine Schwingung erhöhen und halten möchte, aus. Dieser Einsatz ist von euch verlangt, damit euch gegeben werden kann, was ihr euch wünscht, was ihr anstrebt und was ihr gekommen seid zu verwirklichen. Denn lange bevor sich das goldene Zeitalter auf Erden verwirklicht, werdet ihr verwirklicht. Und lange bevor der Himmel auf der Erde entsteht, wird der Himmel in dir selbst geboren. Nichts geschieht ohne deinem Zutun. Alles ist das Resultat deiner Bemühungen, deiner Verwirklichung und deiner Fähigkeit, die Schwingung von Liebe zu praktizieren. Heute ist das Phänomen, dass die Menschen für eine bestimmte Zeit lang eine hohe Schwingung halten können, dann aber abrupt aus dieser Schwingung hinauskippen, weit verbreitet. Die konstante Anbindung an die hohen Lichtenergien ist weitgehend noch nicht vorhanden. Und genau darum geht es in dieser Botschaft und bei der heutigen Arbeit mit dem göttlichen Licht in der Gnade Gottes. Geliebte Menschen, eine hohe Lichtschwingung konstant halten zu können, bedeutet Arbeit. Das heißt, es gilt sich damit so lange auseinanderzusetzen, es so lange üben und praktizieren, bis dein Schwingungslevel konstant ist. Dafür gibt es eine einfache und weltweit bekannte Methode, auf die jedoch viele Lichtwesen nur sehr unregelmäßig zugreifen. Es ist die Meditation. Ausdrücklich die Meditation. Gebete, das Mantrieren oder andere spirituelle Übungen sind hier nicht gemeint. Es ist die Meditation, das heißt die stille Betrachtung dessen, was du bist. Die Rede ist von der Meditation, bei der du alle inneren Bilder, die für ein Ungleichgewicht oder für Unruhe in dir sorgen, aufsteigen lässt, sie aufmerksam betrachtest, dann annimmst und der Heilung zuführst. Es gibt immer Ursachen dafür, warum deine Schwingung plötzlich abfällt, warum du dich von äußeren Umständen negativ beeinflussen lässt oder warum du in bestimmten Situationen vom Pfad des Lichts abweichst. Und diesen Ursachen gilt es auf den Grund zu gehen. Es ist eine Arbeit, die niemand, ich wiederhole, niemand für dich erledigen kann. Niemand kann für dich essen, damit du satt wirst. Genauso wenig kann ein anderer für dich dein inneres Verlangen nach Frieden und Harmonie stillen. In der Meditation liegt unermesslich viel Segen, Kraft und Gnade, so die Meditation richtig ausgeführt wird. Und richtig heißt, ohne Erwartungen, ohne Vorstellungen und ohne vorgegebene Rituale. Werde still und betrachte deine innere Unruhe mit großer Aufmerksamkeit und Liebe. Und wenn es dir anfänglich nicht gelingt, in die Stille zu gelangen, dann ist die wertfreie Betrachtung dieses Zustandes der Anfang der Meditation. Sag niemals, du könntest nicht meditieren, da es dir nicht gelingt, still zu werden. Meditation beginnt bei der aufmerksamen Betrachtung deiner Gedanken, Emotionen und inneren Bilder und sie endet dort, wo nichts mehr übrig bleibt davon. Es ist ein Prozess, der durch Übung erlernt wird. Der Sinn dieser Meditation liegt nicht darin, sofort die innere Stille oder einen hohen Schwingungszustand zu erreichen, sondern alles, was euch im Alltag daran hindert, aufzuspüren,
um zu transformieren. Geht wie folgt vor. Erstens, sorgt dafür, dass ihr ungestört seid für mindestens 30 Minuten. Zweitens, schwingt euch auf die Meditation ein, indem ihr Kerzen anzündet oder Räucherwerk verbrennt. Keine Musik. Drittens, setzt euch oder legt euch bequem hin. Viertens, beginnt damit, eure Gedanken zu beobachten. Unruhe ist jetzt ganz natürlich. Versucht nicht dagegen anzukämpfen. Und fünftens, achtet auf die inneren Bilder, die jetzt aufsteigen. Nehmt alles an und übergebt alles, was ihr nicht mehr benötigt, dem göttlichen Licht. Das ist die Meditation, die euch die Situationen, in denen ihr aus der hohen Schwingung kippt, enthüllen. Denn meist wiederholen sich die Situationen, bei denen ihr aus eurer Mitte kippt, da sie einem bestimmten Muster folgen. Und dieses Muster gilt es zu erkennen. Und bitte versteht eines: Das Himmelreich muss erworben werden. Es fällt euch nicht von selbst in den Schoß. Und ehe eine hohe Basisschwingung verankert werden kann, müssen die Umstände, die dies verhindern, erkannt sein. Heute, in dieser Heilung durch die Gnade Gottes, werden wir die Stufe der Schwingung, die ein jeder Einzelne bereits halten kann und bis heute verwirklicht hat, verankern. Dies bewirkt, dass sich in Zukunft negative Ereignisse nicht mehr so stark auf eure Grundschwingung auswirken oder diese nicht mehr zerstören können. Nach dieser Verankerung und Stabilisierung werdet ihr fähig sein, eine höhere Grundschwingung für eine längere Zeit zu halten. Dafür gilt es, dein Herz jetzt zu öffnen. Ich lade dich ein, das jetzt zu tun. Folgende Affirmation bringt alles auf den Weg. Sie können das im Geiste dieser Affirmation mir nachsprechen, still, oder am Ende der Affirmation ihr Einverständnis geben und dann geschieht es, oder auch nicht und dann warten Sie ab, bis wir mit dem Text fortfahren mit der Botschaft. Ich, hier nennen Sie Ihren Namen, bitte das göttliche Licht auf alles, was meine Schwingung niedrig halten möchte, hinzuleuchten. Ich bin bereit hinzublicken, ich bin bereit es anzunehmen und dem Lichte zu übergeben. Ich bitte Gott, die höchste mir jetzt zugängliche Schwingung in mir bleibend zu verankern. Danke dem Licht, ich danke dem Schöpfer, ich danke der Mutter allen Seins. Surya Om, Ista Om. Damit ist ein wirkungsvoller Anfang gemacht. In Verbindung mit der Meditation, die du von heute an ein Jahr lang täglich praktizieren sollst, wirst du sehr bald den Durchblick erhalten, eine stabile Eigenschwingung aufzubauen. Jetzt geht es nur noch darum, ein Werkzeug zu erhalten, das dich im Alltag und während du an der Erhöhung deiner Schwingung arbeitest, unterstützt. Wenn du dich in der Arbeit oder in einem niedriger
schwingenden Umfeld befindest und wenn du merkst, dies wirkt sich negativ auf dich aus, dann sprich Folgendes. Ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin das Leben. Ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin das Leben. Ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin das Leben. Ich habe das jetzt dreimal gesprochen. Sie können es dann sprechen, so oft wie es sich für Sie gut anfühlt. Dies kräftigt dich augenblicklich und hält dich in der Spur. Verinnerliche diese drei Sätze und sie werden dir im Alltag eine große Hilfe sein. In Kombination mit der täglichen Meditation wirst du nach einem Jahr eine Basisschwingung erreicht haben, die mit der heutigen nicht zu vergleichen ist, und die du dann auf ganz selbstverständliche Weise auch halten wirst können. Diese Konstanz, diese Stabilität ist heute vom größten Wert. Die großen Ereignisse kommen erst und der wirkliche Umbau steht noch bevor. Denn die Gegenbewegung jener, die am Alten festhalten und das Neue mit aller Kraft bekämpfen und sabotieren, diese Gegenbewegung wird sich in Zukunft noch verstärken. Deshalb ist es von dieser großen Bedeutung, in sich selbst klar, orientiert und hochschwingend zu bleiben. Es ist eine Arbeit, die sehr rasch sichtbare Ergebnisse hervorbringt. Mut, Wahrhaftigkeit und Hingabe an den Weg sind die Eigenschaften, die ein Mensch mitzubringen hat, damit sich diese Heilungen einstellen können. Die Bewusstwerdung ist ein Prozess, wird entwickelt und entfaltet sich. Spontane Erleuchtung ist das Resultat intensiver Bewusstseinsarbeit und ist die Folge vieler einzelner Schritte. Fleiß anstatt Faulheit, Tatkraft anstatt Trägheit und Bereitsein für Unbequemes anstatt den bequemen und einfachen Weg zu suchen. Eine Neuorientierung ist notwendig jetzt, da vielerorts den Menschen eingeredet wird, alles sei leicht zu erreichen und Erkenntnis oder Glück könnten nebenbei und ohne Anstrengung erlangt werden. Leicht wird der Weg für den, der gewohnt ist, schwere Lasten zu tragen, und schwer ist der Weg für den, der bei jedem Schritt klagt, auch wenn ihm Gott das Gepäck schon längst abgenommen hat. Im folgenden und letzten Teil dieser Botschaft lädt dich die Quelle allen Seins, Gott, der alles ist, ein, dein Herz erneut zu öffnen. Du bist eingeladen, dein Herz in Zukunft immer dann zu öffnen, wenn die nächsthöhere Schwingungsfrequenzen die Erde erreichen. Täglich verändert sich die Grundschwingung auf der Erde, da täglich neue Frequenzen aus der zentralen Sonne dieser Galaxie zur Erde gelangen. Damit gilt es mitzugehen und mitzuschwingen. Dafür gilt es, offen und bereit zu sein. Diese neuen Schwingungsfrequenzen beinhalten ein täglich feineres spirituelles Licht. Das wirkt sich auf die Körper und auf den Geist der Menschen aus. Das heißt, auch eure Körper und eure Wahrnehmung werden feiner und feiner. Um an dieser täglichen Gnade teilhaben zu können, gilt es für diese Schwingung, im Herzen offen zu sein und im Herzen die Voraussetzungen für den Empfang geschaffen zu haben. Und die Voraussetzung, um jeden Tag mit der neuen Schwingung verriegeln zu können, ist deine Bereitschaft für eine wahrhaftige Erkenntnisarbeit. Je feiner das spirituelle Licht ist, umso tiefer wirkt es in deine Themen hinein und desto größer muss deine Bereitschaft zur Transformation sein. Wer bedingungslos ist und sich dem Lichte ganz hingibt, der hat jetzt die größten und besten Gelegenheiten für seine Erleuchtung. Die große Gnadenzeit ist dadurch beschrieben,
Und um die Gnade Gottes auf dich zu lenken, gilt es, sich dieser für würdig zu erweisen. Bist du bereit, die täglichen neuen Schwingungsfrequenzen in dir aufzunehmen? Bist du bereit für eine immer feinere Wahrnehmung deines Lebens? Dann sprich wie folgt. Es ist jetzt die zweite und kürzere Affirmation. Ich, hier können Sie wieder Ihren Namen einfügen und nennen. Ich bitte das göttliche Licht, mich die täglichen Schwingungserhöhungen empfangen zu lassen. So wie es meiner Entwicklung entspricht und wie ich die Energien integrieren kann. Ich überantworte mich Gott. Surya Om, Ista Om. Diese Affirmation schließt die heutige Bewusstseinsarbeit in der Gnade Gottes ab. Die Zeiten bringen neue Ereignisse und große Umbrüche hervor. Der Umbau der Welt geht in die nächste Phase, die Phase der Wahrhaftigkeit. Genauso wie einzelne Menschen auf allen Ebenen mit der Wahrheit konfrontiert werden, so werden auch die Systeme, die bisher die menschliche Gesellschaft zusammenhielten, auf allen Ebenen mit der Wahrheit konfrontiert. Seit geraumer Zeit ist sichtbar, was faul, unecht und verdorben ist, und es wird in Zukunft noch deutlicher zu sehen sein. Immer mehr Menschen erhalten den Blick für die Wahrheit, da immer mehr Menschen bereit sind, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Alle Umbrüche im Außen sind das Resultat von bereits stattgefundenen Umbrüchen im Inneren des einzelnen Menschen. Das bedeutet, je mehr Menschen sich dem göttlichen Lichte bewusst oder unbewusst öffnen, umso schneller brechen die Dämme dieser Matrix. Dagegen kann niemand etwas tun. Deshalb wird von der destruktiven Macht alles unternommen, um die Menschen vom göttlichen Lichte fernzuhalten. Weltweiten elektromagnetischen Manipulationen dienen dem Zweck, die Menschen von der Lichtschwingung aus der zentralen Sonne fernzuhalten. Deshalb werden Energiefelder erzeugt, die die Frequenzen blockieren sollen. Dies geschah und geschieht mit immer geringerem Erfolg, da die immer feinere und höhere Schwingung die niederen Energiefelder einfach durchdringt. Jetzt geht es also nur noch darum, ob du für das göttliche Licht bereit bist. Keine Kraft der Erde ist imstande, den Lichtfluss zu dir zu blockieren, wenn du aus ganzem Herzen bereit bist, diesen zu empfangen. In diesem Fall gelten allein die kosmischen und nicht irdische Gesetze. Dein fester Wille, dein unverrückbarer Entschluss bringen alles, was du für die Erleuchtung benötigst, zu dir. Auch wenn die Manipulationen gewaltig sind, auch wenn die technologischen Möglichkeiten der dunklen und kalten Rasse erheblich sind, ein Mensch, der mit ganzer Kraft und offenem Herzen das göttliche Licht empfangen möchte, dem wird diese Gnade unter allen Umständen zuteil. Die größte Kraft, die die Menschen jetzt freisetzen können, ist die Sehnsucht nach Gott. Ist die Sehnsucht nach dem Licht, ist die Sehnsucht nach Heimat.
Diese Schwingungsfrequenz kann von keiner anderen Schwingung blockiert oder zerstört werden. Deshalb wisse zum Abschluss dieser Übermittlung dies. Deine Sehnsucht nach Gott ist der Schatz, den dir niemand im Universum streitig machen kann. Deine Sehnsucht ist der Schlüssel zur Vollendung und ist die Eintrittskarte in die Welt des Lichts. Schüre dein inneres Feuer und verstärke dein Verlangen nach Gott. Alles andere überlasse dem Schöpfer. Ich bin Meister Saint-Germain. Ich bin der Bruder aller Menschen. Ich liebe dich unendlich. Während die energetischen Prozesse weiterlaufen, bei jedem so, wie es für jeden gut ist, und wir in dieser Schwingung hier sitzen, geht die Lichtlesung weiter und wir sind angekommen bei der Live-Botschaft, die heute hier vor Ort gegeben wurde am 29. Juni 2018. Bei der 97. Lichtlesung, und diese Botschaft trägt den Titel: Die Menschheit schläft und Menschen erwachen. Die Menschheit schläft und Menschen erwachen. Ich beginne jetzt, diese Botschaft vorzutragen. Und vielleicht werde ich das Lesetempo etwas verringern, wird ein bisschen langsamer vielleicht sein, damit ich meine Handschrift, damit ich mir da leichter tue. Die Menschheit schläft und der Mensch erwacht. Damit ist die ganze heutige Botschaft in einem Satz zusammengefasst. Und diese Botschaft beschreibt exakt den Ist-Zustand auf dieser Welt, während die größten Umbrüche im Gange sind und individuelle Transformationsprozesse laufen. Es ist eine Tatsache, die Menschheit wird auch weiterhin schlafen und einzelne Menschen werden auch weiterhin erwachen. Mehr und mehr, bis die für den Umbruch und Aufstieg kritische Masse erreicht ist. Ich bin Meister Saint-Germain, ich bin bei euch und weiche vor allem in den kritischen Stunden, dann, wenn du mich am meisten brauchst, nicht von deiner Seite. In der heutigen Botschaft geht es darum, dass ihr eure Position, euren Platz in diesem eurem Erdenleben findet und dass ihr eure Aufträge erkennt. Und es geht darum, dass ihr euch von den vielen schlafenden Menschen in eurem Umfeld weder beeinträchtigen noch entmutigen, weder vom Weg abbringen noch vom Glauben, noch den Glauben verlieren lässt. Es geht darum, dass ihr auch weiterhin zielstrebig und entschlossen euren Weg findet und geht, so dass womöglich du der Tropfen bist, auf den es schließlich ankommt. Aufträge finden und leben, wie wird das erreicht? Indem du danach verlangst und im Zuge dieser Enthüllungen bereit bist, alles anzunehmen. Das heißt, ohne Netz zu arbeiten. Gleiches trifft auch darauf zu, wie du deine Aufträge leben sollst. Vor allem ohne Netz und im vollkommenen Gottvertrauen. Um das zu können, ist es erforderlich, sich selbst zu kennen. Vor allem jene Bereiche in dir selbst zu kennen, die bis heute
noch kein Licht gesehen haben. Daher, Lichtarbeit, die Arbeit mit dem göttlichen Licht ist dafür unabdingbar. Tut ihr dies regelmäßig und ohne, dass ihr euch in Ausreden flüchtet, dann ist euch der Erfolg sicher. Und euer Leben wird zu einer wohlklingenden Symphonie, die vom Schöpfer dirigiert wird. In einem Satz geht es darum, die eigene Bewusstseinsarbeit muss, ich wiederhole, muss an der ersten Stelle für dich stehen, dann ist der Erfolg gewiss. Sorge dich allein um das Reich Gottes und darum, dass du den Himmel in dir selbst erschaffst und alles andere wird dir gegeben. Absolut alles fließt zu dir, wenn sich deine innere Härte verflüssigt hat und wenn du weich geworden bist, wie Wasser, in dem sich am Ende jeder Stein auflöst. Wie nun mit jenen Menschen umgehen, die in eurer nächsten Umgebung leben und die von all dem, was euch beschäftigt, nichts mitbekommen. Dabei gibt es zwei Arten von Menschen. Zuerst jene, die nichts mitbekommen, aber die interessiert sind. Und dann jene, die nichts mitbekommen, aber desinteressiert sind. Ersteren gilt es in Demut zu begegnen und ihnen niemals euer ganzes Wissen aufzudrängen. Stück für Stück, Schritt für Schritt könnt ihr ihnen Fingerzeige oder Hinweise geben und wisset, ihr selbst seid absolut unbedeutend dabei. Wer sich selbst erhöhen möchte, der sollte niemals mit anderen Menschen arbeiten, sondern so lange in sich selbst leuchten, bis dieses Bedürfnis schwindet. Der beste Lehrer ist der, der keiner sein möchte. Ist der, der den Eindruck hat, ihm würde diese Rolle aufgedrängt. Prüft euch also genau, prüft eure Absichten und eure Reife, ehe ihr die Mitmenschen an eurer Weisheit teilhaben lässt. Im zweiten Fall, dann, wenn ein Mensch in deiner nächsten Umgebung an eurem Weg desinteressiert ist, gilt es, sich fernzuhalten. Alles andere hieße Perlen vor die Säue werfen. Das heißt, heute ist ein jeder von euch auf vielen Ebenen gefordert. Und ein jeder von euch kann jede Ebene meistern, so dies der größte Herzenswunsch ist. Darauf kommt es an. Denn es ist dieser Wunsch, der dich mit der Energie, um durchzuhalten, ausstattet. Es geht heute nur um dich und es geht, da die Menschheit schläft, um dein Erwachen. Nicht die Zahl der Erwachten entscheidet über deinen Aufstieg, sondern du selbst bist es, solange du den Weg zu Gott unbeirrt weitergehst, weiter und weiter, bis du diese Welt nicht wiedererkennst, da du dich selbst erkannt hast. Ich bleibe alle Tage auf dieser Erde. Die Menschen sind meine Heimat. Der Himmel ist nicht mehr fern und wir werden eins sein in Gott auf dieser Welt. Ich liebe dich unendlich. Ich bin Meister Saint-Germain. Bleiben in dieser wunderbaren, kräftigen Schwingung. Wir kommen jetzt zum Buch Kurs zur Freiheit. Und genau darum geht es bei allen unseren Bemühungen und Bestrebungen.
frei zu werden, das Friedensreich erlangen und auch frei zu werden. Und dieser Kurs, den gab es schon einige Jahre am Blog als E-Book. Das war uns ein großes Herzensanliegen, das Buch jetzt auch in gedruckter Form herauszubringen. Es ist ein direkter Kurs mit Babaji Mahavatar, Babaji, der Sie da direkt begleitet. Sie können dieses Buch entweder durcharbeiten, von vorn bis zum Abschluss, oder Sie können das sich führen lassen, per Zufallsprinzip aufschlagen. Und ich kann Ihnen garantieren, Sie werden ganz sicher genau diese Seite und dieses Thema aufschlagen, das an diesem Tag für Sie dran ist. Insofern können Sie das auch als Orakel verwenden oder wie gesagt in einem Durcharbeiten. Den Kurs selbst kann ich hier natürlich nicht vorstellen, weil Sie ja die einzelnen Schritte selbst entscheiden sollen oder selbst da hineingehen sollen, auch in diese Kraft. Aber ich möchte gerne mein Vorwort mit Ihnen teilen und dann die Einleitung von Babaji und auch was am Ende des Buches dann noch steht. Geliebte Menschen, das ist jetzt mein Vorwort, mit großer Dankbarkeit darf ich Ihnen dieses einmalige Geschenk, die direkte Begleitung Babaji durch Ihre anstehenden Prozesse der Klärung überreichen. Mehr denn je bedarf es heute für alle Aufgaben, die zur Heilung des Planeten anstehen, des gänzlich geklärten Menschen. Das ist sehr wichtig, wenn Sie mit diesem Buch arbeiten, da geht es wirklich ans Fundament. Wenn Sie nur so ein bisschen hinschauen wollen, ist dieses Buch nichts für Sie. Wenn Sie sich aber einlassen wollen auf Ihre ganze Transformation in der Begleitung von Babaji, dann werden Sie nicht mehr im Alltag Überraschungen erleben, auch die Träume werden sich verändern. Babaji selbst kündigte in seiner Zeit als Gottmensch unter den Menschen von 1970 bis 1984 im nordindischen Haidakan wiederholt große Umwälzungen und gravierenden Veränderungen auf unserer Erde an. Diese Zeit ist nun gekommen. Dafür gilt es, gut vorbereitet zu sein. Dazu gilt es, über das nötige Rüstzeug zu verfügen. Und deswegen schüttet der Himmel sein Füllhorn über das Menschengeschlecht auf diese Weise aus. Der Kurs zur Freiheit ist pure Aktion. Bitte seien Sie sich bewusst, welche Kraft Sie hiermit in Ihr Leben bitten. Gleich, ob Sie das Buch von Stufe 1 bis 14 durcharbeiten oder aber ob Sie sich intuitiv zu Ihrem Kapitel führen lassen. Indem Sie eine zufällige Seite aufblättern, die Anrufungen wirken sofort. Also wenn Sie eine zufällige Seite aufblättern, dann wissen Sie, dass Ihnen diese Seite wirklich zufällt. Dort, wo Sie bis heute nach einem Ausweg suchten, dort, wo Sie bis heute nicht weiter wussten, dort, wo Sie bis heute trotz aller Meditationen, aller Übungen und Retreats die letztendliche Erkenntnis Ihres Selbst ausblieb, dort beginnt dieser Prozess, der Kurs zur Freiheit. Mutter Erde benötigt geheilte und vollendete Menschen, um sich selbst zu heilen und um sich selbst zu vollenden. Und dieser Gnade Gottes wird allen Menschen, die dafür bereit sind, jetzt zuteil, in der Obhut und im Spiegel Babajis. Das Besondere an diesem Kurs ist auch, dass Ihnen die Themen im Alltag dann gespiegelt werden. Das heißt, Sie erhalten dann, wenn Sie ein Ego-Thema haben, genau eine Spiegelung, die das betrifft. Wenn Sie Gewohnheiten, sich von Gewohnheiten nicht befreien können,
passiert da in diese Richtung etwas, wo Ihnen Ihr Partner oder irgendein Mensch oder eine Situation plötzlich etwas spiegelt und Sie sagen, interessant, ich arbeite da dran und dann wird mir das gespiegelt. Wenn Sie ein Zweifler sind, wenn Sie zu wenig Mut haben, wenn Sie oft in den Saft gehen, wie man in Wien sagt, oder Hass, wenn Sie leicht wütend werden, wenn Sie träge sind, sich nicht aufraffen können. Das sind die Themen, wenn Sie vielleicht nicht ganz bereit sind, Bereitschaft am Mangel haben. Annehmen, großes Thema, vielleicht beschäftigt Sie das, wie kann ich annehmen noch besser üben, erwerben, lernen. Auch das ist dann ein Thema. Und dann die Wahrheit, auf die hinzublicken. Die Freude. Freude, Leben, Egoismus, Eifersucht, Hochmut, ein sehr weit verbreitetes Thema. Und speziell in der Esoterik-Szene, da gibt es schon Gurus, die nach dem zweiten Reiki-Kurs. Ich möchte jetzt niemanden schlecht machen, runterziehen oder unterreden, aber das geht mir alles viel zu schnell oft auf bestimmten Ebenen. Hier ist sehr viel Hochmut und die Gewohnheiten. Und so gehen Sie dann direkt in dieses Thema hinein. Es wird Ihnen auf allen Ebenen gespiegelt und Sie können es durcharbeiten. Babaji schreibt in der Einleitung, die Stufen von Haidakan. Tausende Stufen steigen und jede wie die erste erleben. In Haidakan, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, damals als Babaji dort wirkte und verkörpert war, kamen ganz viele auch aus Europa oder aus Amerika Menschen zu ihm, die dort von der Früh bis am Abend haben sie dort Häuser gebaut oder einen Garten angelegt, aber die haben immer Steine getragen, die haben vom Flussbett unten, das war sehr anstrengend. Von der Früh, die Sonne ist aufgegangen, Steine genommen und 108 Stufen hinaufgetragen. Große, kleine Steine. Und Babaji hat das alles begleitet. Und jeder Stein war immer verbunden mit einem Thema, das du hattest. Ja, und das war auch körperlich eine so fordernde Arbeit, dass viele einfach an die Grenze gelangt sind. Und an dieser Grenze kann sehr viel passieren. Das heißt, Transformation ist oft auch so ein Grenzgang, wo man sagt, ich halte das jetzt nicht mehr aus, ich schaffe das nicht. Das ist ein Wahnsinn. Und dann wird wie ein gordischer Knoten etwas gelöst und es ist wieder ein Stück mehr Freiheit da. Über diese schwierigen Situationen hinaus gilt es auch zu gehen. Es ist ein großes Missverständnis zu glauben, Transformation oder Heilungsarbeit ist immer so in Harmonie. Oft ist da überhaupt keine Harmonie. Weil man ja wirklich in ein Thema hineinsteigt, da kommt alles noch einmal hoch, die Wut, der Zorn, der Hass, der Hochmut, die Eifersucht und so weiter, dann ist überhaupt keine Harmonie. Und wenn man dann da reingeht und das löst, dann entsteht echte Harmonie. Die großen und die kleinen, die förmigen und die unförmigen, die schweren und die leichten, alles Steine, die euch am Leben behindern. So trugen viele Adepten und noch mehr solche, die es glaubten zu sein, die Steine von Haidakan vom Fluss über die steile Treppe dahin, wo sie einen neuen Platz finden sollten, und so lange, bis erkannt war, welchen Platz dieser Stein im Leben jedes Menschen eingenommen hatte. Eine Vielzahl an Menschenkindern kam zu mir, doch nur einige wenige erreichten Befreiung, und wurden selbst Träger der Weisheit, des Wissens und des allmächtigen Lichts Gottes. Und dennoch, es waren genug, um dieser Welt ein neues Gesicht zu geben. Dieser Moment ist nun wahrlich angebrochen, und dahin geht es nun in großen Schritten. Denn so ein Mensch den letzten Stein, das letzte Hindernis in sich selbst entfernt, wird dieser Augenblick zu einem Licht, das alles überstrahlt, und alles überragt, was die Welt zu bieten hat. So geschah es damals und so geschieht es weiterhin. Die Transformation, die von Haidakan ausgegangen ist, wird nun fortgesetzt. Ich bin unter euch, ich begleite euch auf allen Wegen, ich biete euch meine Liebe als Pfand an, damit eure Verletzungen der Zeit heilen, damit ihr hinblicken könnt auf das, was ist und noch in euch wirkt, und damit ihr davon nicht Reis ausnehmt. Die ersten Steine zu entfernen ist schwierig. Weit schwieriger ist es, die letzten Steine zu heben. Dann, so man sieht,
dass sich die Reihen lichten, dann, so man sich selbst bereits vollendet wägt, dann, so man sich vor den letzten Erkenntnissen drücken möchte, da man weiß, dass dies alles verändern und einem alles abverlangen. Daher kommt es, dass es wenige gibt, die Vollendung erlangt haben, da die meisten sich weigern, die letzten Schritte genauso zu setzen wie die ersten. Ich biete euch meine Liebe an, damit ihr die Treppen in das Licht und die Stufen der Transformation mit Gewissheit bewältigt. Unabdingbar ist nur eines, euer absoluter Wille, alles, was euch am Leben hindert, in das Licht entlassen zu wollen. Habt ihr Angst bei diesem Gedanken, dann kommt zu mir. Gemeinsam überwinden wir diese, obwohl es ihr alleine seid, die dies in euch selbst bewirkt. Geht weiter, hebt die Steine auf, die euch am Weg begegnen und am Fortschritt behindern. Steigt die steilen Treppen empor und erkennt währenddessen, welchen Dienst diese an euch verrichten. In euch wirkt Falsches und Echtes. Lernt nun zu unterscheiden, indem ihr angekommen, nachdem ihr Ordnung klar ankommt, indem ihr ankommt, nachdem ihr Ordnung, Klarheit, Wahrhaftigkeit für alle Bereiche eurer Seele zugelassen habt. Seid ihr müde, bin ich da. Seid ihr entmutigt, gelangt die Gnade Gottes zu euch. Es ist für alles gesorgt. Die Entscheidung liegt allein bei dir. Alles steht bereit für dich in dir. Die Menschheit heilt, der Stern erwacht. Ich bin mitten unter euch. Allgegenwärtiges, allmächtiges und ewiges Bewusstsein, Babaji. Und das ist auch die Antwort auf eine, viele Menschen erleben das, hier ist von Heiderkan die Rede, sie gehen in einen Ashram zu einem Meister nach Indien oder woanders hin, und ich habe das schon sehr oft gehört, ich war bitte noch nie in einem Ashram, aber ich habe doch einige Menschen kennengelernt, die regelmäßig immer gerne wohin gegangen sind, zu Sai Baba oder zu Babaji, habe ich es nur gelesen, dass das so ist. Oder auch woanders, in zu anderen Gurus in Indien. Und dann, die Erzählungen waren in einem immer sehr identisch. Viele haben mir dann erzählt, du kannst dir nicht vorstellen, wie es dort zugeht, wie eifersüchtig die Menschen sind, wie die streiten. Das ist unglaublich. Also man stellt sich in den Ashram immer so harmonisch vor, alles Licht und Liebe, alle frohlocken. Und das Gegenteil ist der Fall. Und mich hat das dann lange ein bisschen beschäftigt, warum ist das eigentlich so? Aber das ist ein gutes Zeichen. Weil in einem Ashram wird der Transformationsarbeit betrieben. Das heißt, bei allen Menschen poppen die Themen auf. Und stellen Sie sich bitte vor, wir sind hier 60, 70. Wenn wir alle mitten drin sind in einem Thema und das poppt auf und der andere daneben spiegelt das, na, da würden wir uns alle in den Haaren legen jetzt. Ja? Und in einem Ashram ist das so. Das ist auch der Sinn eines Ashrams oder eines Meisters, dass er eben den Spiegel dir vorhält. Und wenn das gleichzeitig bei Hunderten von Menschen passiert, bei einem stärker, bei einem schwächer, jeder ist da am Weg, kann man sich schon ausmalen, dass da von Harmonie über weite Strecken keine Rede sein kann. Das heißt, wenn in einem Ashram es ein bisschen ruppig zugeht, ist das ein gutes Zeichen. Wenn in einem Ashram Tag und Nacht alle frohlocken, brauchen sie dort nicht sitzen. Okay? Und dann abschließend sagt Babaji noch in diesem Buch, ich bin Babaji, geliebtes Menschenkind. Wer mich ruft aus tiefstem Herzen, zu dem komme ich augenblicklich. Sei dir bewusst, was du in diesen 14 Stufen der Freiheit vorfindest und sei dir bewusst, was es bedeutet, sich in meiner Gegenwart zu vollenden. Dieses Buch verändert dein Leben in der Tat. Kein Stein bleibt auf dem anderen, so du dich in den Sog dieser Übungen begibst. Das Hinwegbringen der inneren Schwere, der inneren Blockaden, der inneren Verletzungen, Stufe für Stufe, Stein für Stein ist durch meine Führung gewährleistet. Ich, Babaji, kann dein Leben verändern, dich selbst verwandeln und dein Herz heilen restlos, so du bedingungslos bist dabei und mir bedingungslos vertraust. Ist der letzte Stein an seinem angestammten Platz, so bist du angekommen und befreit von allen Lasten, die dir schwer am Herzen lagen, von aller Pein, die du dir selbst und dir das Leben auferlegten. Es liegt an dir, nur an dir selbst, ob du dich nun bereit fühlst dazu, denn in dem Augenblick,
wo du dich in meine Arme begibst und ich dich in meinem Herzen aufnehme, beginnt wahrlich eine Reise, von der du niemals wieder als der, der du bisher warst, zurückkehrst. Und auf dieser Reise wünsche ich Ihnen sehr, sehr viel Freude, sehr viel Erkenntnis. Und Sie können mit dem Buch Kurs zur Freiheit wirklich ein großes Stück dieser Reise in Ihren eigenen Frieden und in die Freiheit zurücklegen. Kurs zur Freiheit, ab sofort auch in Buchform. Hier das wunderbare Cover, ich habe es schon veröffentlicht, was das ist. Das ist eine Hornissenwabe, fotografiert von Andrea Bercht. Wieder ein super schönes Cover, Hornissenwabe. Und es ist ein schönes Sinnbild für die Transformation. Diese Wabe hat einzelne Zellen, in denen die Eier dann ausgebrüht, also die Eier liegen und wachsen. Und so ist auch bei der Transformation, sehe ich das auch so, wie alle müssen in irgendeiner Weise in einer sicheren Umgebung gedeihen werden und wachsen. Und die Wabe ist der Schöpfer, ist das Göttliche und die Zelle ist das eigene Selbst. Und wenn wir uns zurückziehen, dann entsteht was, entsteht neues Leben. Eine Hornissenwabe. Ich bedanke mich natürlich für dieses super Foto bei Andrea, habe ich schon erwähnt jetzt, Andrea Bercht. Natürlich beim Lektorat und beim Layout. Der Layout diesmal viel Arbeit gewesen, weil wir auch ein nächstes Buch, ich komme dann noch drauf zurück, und auch den Katalog schon in einem gemacht haben. Für Herbst dann schon. War besonders viel. Vielen Dank, wollen ungenannt bleiben. Dann die Druckerei Janicek natürlich, wieder alles super abgelaufen. Natürlich bei meinem Bruder Karl, der das alles möglich macht. Natürlich bei Ihnen durch Ihre Spenden. Noch immer sind Spenden und Einnahmen vom Verkauf so halb-halb, würde ich sagen, 50-50%. Wir sind auf beides angewiesen. Vielen Dank, das ermöglicht uns auch solche Projekte. Meinen Kindern herzlichen Dank, dass Sie das, wenn ich nicht zu Hause bin, so gut nehmen. Und natürlich meiner Frau, die das alles, die mir da wirklich sehr viel frei, den Rücken frei hält, dass ich das tun kann. Vielleicht noch dazu, zudem, wir haben drei Bücher im Lichtwelt jetzt Shop, würde ich sagen, die Arbeitsbücher, die direkte Arbeitsbücher sind, Sie können jedes Buch als Arbeitsbuch verwenden. Mir geht es oft so, ich schlage irgendein Buch auf, jedes Buch bietet mir, wenn es dran ist, eine Antwort. Aber wenn Sie direkt einsteigen wollen, das sind die 30 Tore zur Erleuchtung, sein Arbeitsbuch, auch unter Kurs im Kreieren von Paul dem Venezianer. Das ist so ein Triumvirat sozusagen, in diese Richtung gehend. Arbeitsbücher im Lichtwelt Verlag, 30 Tore zur Erleuchtung, Kurs im Kreieren und eben der Kurs zur Freiheit jetzt neu. Ich komme jetzt zu einem Thema, das uns alle irgendwie beschäftigt, beten. Wie soll man, gibt es überhaupt eine Antwort darauf, ob ein Gebet richtig oder falsch ist? Gibt es überhaupt ein falsches Gebet? Gibt es ein richtiges Beten? Oder ist es so, wie man es tut, eh richtig, weil man es was von sich aus kommt? Wir haben heute von Meditation gehört und jetzt spreche ich das Gebet an. Und ich bin bei mir drauf gekommen, wie so unbewusste Sätze immer noch wirken. Ich bin, Sie wissen, sehr katholisch aufgewachsen. Und ich möchte kurz darauf eingehen, was kein Gebet ist. Um dann zu sagen, was aus meiner Sicht ein Gebet ist. Und auch an einer schönen Geschichte möchte ich das dann demonstrieren. Da heißt es, als apostolische Glaubensbekenntnis, Auszüge daraus, und an Jesus Christus, also wir glauben an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich habe gemerkt, der Mann hat sich jetzt unwohl gefühlt. Und das ist ganz, ganz, ganz für die Erkenntnis jetzt sehr wichtig. Warum lese ich das vor? Sie werden es dann später sehen, das ist wichtig. Weil das permanent bei jeder Messe immer vorkommt. Wenn Sie das einmal hören, spielt das ja keine Rolle. Und wir alle haben viele Leben auch verbracht im katholischen Milieu. Jetzt können Sie natürlich sagen, was interessiert mich das? Ich bin schon längst nicht mehr bei der Kirche, ich bin ausgetreten. Im Grunde bitte nur das nicht. Ja? Aber wenn wir alle viele Leben schon gehabt haben in der Kirche, wirken solche Dinge lange nach und die muss man auf allen Ebenen rauslösen. Das heißt, das ist dann Reinkarnations-, Transformationstherapie aber. Okay? Und da wir eben hier geboren sind, und das ist eher anzunehmen, dass die meisten Leben in diesem Kreis wir hatten, also wir waren eher nicht so in asiatischen Räumen oft geboren. Also die Menschen inkarnieren meistens und vollenden auch einen Zyklus. Sie suchen sich da jetzt in Europa aus oder vielleicht, also sie Amerika, ein, zwei Kontinente, aber nicht überall. Ja. Und das heißt, die Kirche hat 2000 Jahre einen riesen Einfluss. Und jetzt haben wir das Leben für Leben geglaubt, Leben für Leben gebetet. Heute glauben es wir nimmer. Aber heißt das, dass das restlos weg ist? Ja. Das heißt, das ist dann auch so eine schöne Geschichte von Transformationsarbeit, wenn die Themen dran sind. Ja. Und hier sieht man auch schön Auferstehung der Toten. Hier ist natürlich die leibliche Auferstehung gemeint. Ja. Und das wird die ganze Zeit mantriert. Und am Ende, natürlich fürchtet man sich vor dem Ganzen und man sagt, ja, die Menschen müssen begraben werden, gescheit in der Erde, im Sarg, weil der wird ja wieder aufstehen, so wie er da hineingelegt worden ist. So denkt man das dann. Aber das denkt man nicht, weil es einem einmal erzählt wurde, sondern weil man das selbst immer, immer wieder wiederholt. Und beim Vater Unser haben wir dann, auch wenn man den Rosenkranz betet, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wieder die Schuldfrage. Immer wird das mantriert, einem Mantra gleich wiederholt. Und Sie müssen berücksichtigen, das wird täglich gemacht. Es gibt viele Menschen, die beten täglich das Vaterunser, täglich den Rosenkranz, täglich das Glaubensbekenntnis. Der hat überhaupt keine andere Chance, als das nicht zu glauben am Ende. Der glaubt wirklich daran. Und das ist natürlich kein Gebet, das ist ein stereotypes Hinunterwiederholen von einem Mantra, das die Kirche bewusst einsetzt, damit sie die Menschen klein hält. Okay? Also das ist so ein Beispiel, wie, was für mich kein Gebet ist. Ja? Was ist aber jetzt echtes Gebet für mich? Ja? Viele sagen ja auch, naja, mit eigenen Worten, ja, aber wie soll ich oder kann ich mit Gott auch hadern? Kann ich mit Gott schimpfen? Oder sie fühlen sich dann schlecht, wenn sie einmal sagen, lieber Gott, jetzt erwarte ich mal aber schon, dass du mir da hilfst. Oder das geht jetzt schon gar nicht, so ein Blödsinn. Oder ich beschwere mich einmal bei dir, Gott. Was ist mit dir, Gott? Verlässt du mich? Bist du nie da, wenn ich dich brauche? Ist das alles nur Gerede? Ist das ein Gebet? Ja, das ist das Gebet. Authentisch. Sie müssen beim Gebet authentisch sein. Sie selbst. Eine Kommunikation mit Gott ist wie eine Kommunikation mit einem Menschen. Wenn Sie mit einem Menschen reden, wenn ich mit meinen Kindern reden würde, ich würde ein Gebet aus der Kirche verlesen und sagen, das halten mich verrückt. Ja? Wenn ich aber mit ihnen rede und sie dort abhole, wo sie stehen, dann ist das wunderbar. Und Gott hat kein Problem, wenn sie ihn beschimpfen. Er hat kein Ego. Das haben nur die Menschen. Und wenn sie Gott einmal richtig beschimpfen, dann haben sie richtig gebetet. Okay? Sie dürfen das rauslassen. Sie müssen nicht, und das ist auch, kommt auch von Kirchen, dieser Glauben, diese Glaubensmeinung, sanftmütig, mit gesenkter Stimme, Kopf ein bisschen geneigt, demütig immer so hin, kniend am besten, und dann wird er Mitleid haben, weil dann bin ich Gott gefällig, auch so ein wunderbares, wunderbares Wort. Wann ist man Gott gefällig? Wann? Gott braucht die Gebete null. Der braucht das nicht. Aber was er braucht, was er sich wünscht oder was der Sinn der Kommunikation ist, authentisch sein. Okay?
das, was ihnen am Herzen liegt, auszudrücken. Die Menschen gehen zu Psychologen, Schreitherapie, Trommeltherapie, alles gibt's. Red's mit Gott so, wie bei der Trommlerin. Und dann fließt was zurück. Dann haben sie es einmal rausgelassen. Das ist authentisch. Okay? Und vor allem, ein Gebet braucht nicht viele Worte. Und da steht sogar in der Bibel, indem ihr aber betet, machet nicht viele Worte. Denn euer Vater weiß schon vorher, wessen ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Okay? Wenn euch was am Herzen liegt, wenn sie entmutigt sind, und das dürfen wir sein, das dürfen sie sein, dann sprechen sie mit Gott, mit den Engeln, mit den Meistern. Wenn sie sich verlassen fühlen, sagen sie, ich fühle mich verlassen. Wenn sie was brauchen und sie haben es nicht erhalten, warum habe ich es nicht erhalten? Bitte helft mir weiter. Klartext. Es wird von uns Wahrhaftigkeit verlangt, auch auf dieser Ebene. Und das, wie absurd so ein Gebet von der Kirche ist, das ist die schöne Geschichte, die hat Osho erzählt und der Tolstoi, das ist eine berühmte Geschichte von Leo Tolstoi, einem wunderbaren russischen Schriftsteller. Er hat folgende Geschichte erzählt. Irgendwo im alten Russland gab es einen See, der wegen der drei Heiligen berühmt war, die dort auf einer Insel lebten. Im ganzen Land begann man sich für sie zu interessieren. Tausende von Leuten strömten herbei, um die drei Heiligen zu sehen. Der Metropolit war sehr beunruhigt. Was ging da vor? Von diesen Heiligen hatte er noch nie gehört. Sie waren nicht von der Kirche beglaubigt. Wer hatte sie zu Heiligen ernannt? Das haben die christlichen Kirchen immer gemacht. Eines der dümmsten Dinge im Christentum. Sie haben Zertifikate vergeben. Dieser Mann ist ein Heiliger. Als ob du jemanden zum Heiligen machen könntest, indem du es ihm bescheinigst. Aber die Leute waren so begeistert und es wurde so viel von Wundern berichtet, die geschehen waren, dass der Metropolit hinfuhr, um die Situation selbst in Augenschein zu nehmen. Er fuhr mit einem Boot zu der Insel hinüber, auf der die drei Männer lebten. Sie waren arme Leute, aber sehr glücklich. Denn die einzige wirkliche Armut ist die Armut eines Herzens, das nicht lieben kann. Sie waren arm und reich zugleich, die reichsten Leute weit und breit. Die drei saßen unter einem Baum und lachten und waren glücklich. Als sie den Metropoliten kommen sahen, verneigten sie sich vor ihm. Er fragte sie, was macht ihr hier? Man hört Gerüchte, dass ihr große Heilige seid. Wisst ihr denn überhaupt, wie man betet? Beim Anblick dieser drei Männer war ihm sofort klar geworden, dass sie ungebildet und ein bisschen zurückgeblieben waren, glücklich aber dumm. Sie schauten einander an und sagten, es tut uns leid, Herr, aber das richtige und von der Kirche genehmigte Gebet kennen wir nicht, denn wir sind ungebildet. Aber wir haben unser eigenes Gebet. Wir haben es selbst verfasst. Wenn du es uns nicht übel nimmst, sagen wir es dir gerne auch. Der Priester antwortete, ja, lasst mich hören, was ihr betet. Und sie sagten, wir haben alles Mögliche ausprobiert und viel darüber nachgedacht. Aber wir sind keine großen Denker, wir sind simple Leute, wir sind nur unwissende Dörfler. Deshalb haben wir uns für ein einfaches Gebet entschieden. Die Kirche sagt, Gott ist eine Dreifaltigkeit. Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und wir sind auch drei. Also beten wir, du bist drei, wir sind drei, erbarme dich unser. Das ist unser Gebet. Wir sind drei, du bist auch drei, erbarme dich unser. Der Metropolit war sehr aufgebracht. Fast wütend sagte er, was für ein Unsinn, so ein Gebet gibt es überhaupt nicht. Lasst das gefälligst bleiben, so wird man nicht zu Heiligen. Ihr seid einfach nur dumm. Da fielen sie ihm zu Füßen und baten, bitte bringe uns das richtige Gebet, das wahre Gebet bei. Also sprach er ihnen das richtige Gebet vor, das von der russisch-orthodoxen Kirche genehmigte Gebet. Es war lang und kompliziert, große, bombastische Worte. Die drei Männer sahen einander an. Unmöglich. Der Weg zum Himmel schien ihnen verschlossen. Sie sagten, bitte sage es uns noch einmal auf, weil es so lang ist und wir ungebildet sind. Also wiederholte er es, aber sie baten noch einmal, Herr, sonst vergessen wir es bestimmt und machen Fehler. Also sagte er es noch ein drittes Mal. Da dankten sie ihm vom Herzen und er war sehr zufrieden mit sich. Drei Dummköpfe waren in den Schoß der Kirche zurückgekehrt. Der Metropolit
Metropolit ruderte in seinem Boot davon. Doch plötzlich, als er schon mitten auf dem See war, er traute den Augen nicht. Die drei Männer, diese drei Narren, kamen übers Wasser gelaufen. Sie riefen: Warte, nur noch einmal, wir haben es schon wieder vergessen. Es war unfassbar. Der Metropolit fiel vor ihnen nieder und sagte: Vergebt mir, bleibt nur bei eurem Gebet. Eine wunderbare Geschichte. Das ist authentisches Beten. Das ist rein, das ist super. Aus dem Buch Osho: Mut, lebe wild und gefährlich. Haben wir heute gehört, auch passt zur Botschaft: Lebe ohne Netz. Wild und gefährlich ist immer ohne Netz. Und das ein bisschen mehr ohne Netz täte vielen von uns sicher gut. So groß ist der Bogen von Kirchengebet zu dem. Schöner Bogen. Bevor ich die Botschaft von Sai Baba, seid in der Liebe Egoisten, vorlese. Ich habe mir immer die Frage gestellt, was wäre mir lieber, dass ich geliebt werde, also wenn ich zum Beispiel, was genieße ich mehr, selbst verliebt zu sein oder wenn jemand in mich verliebt war? Aha. Interessante Frage, weil ich habe viele Menschen kennengelernt, denen war nur wichtig, dass sie zum Beispiel vielleicht, wenn ich noch ganz jung war, ein Mädchen irgendwie binden an sich, also ich schaue, dass sie in mich verliebt ist und das ist nur die Macht dazu. Aber die wollten sich gar nicht selbst verlieben. Die wollten das gar nicht riskieren. Und ich war immer so ein Typ, dass sie, wenn ich jetzt in jemanden verliebt war und das Mädchen war in mich nicht verliebt, habe ich am Ende, wenn ich das dann später habe ich so gemerkt, dass so ist, war ich immer froh, weil ich habe schon gedacht, ich habe ja was davon gehabt, ich habe ja geliebt. Ich habe mich immer bereichert gefühlt, wenn ich verliebt war. Für mich war es immer ganz katastrophal, nicht verliebt zu sein und vielleicht mit jemandem kurz zusammen zu sein, aber nicht wirklich verliebt zu sein. Das habe ich nicht ausgehalten. Ja? Und auch viele, wenn man spirituell dazu arbeitet und wenn das vielleicht die Themen halt so dran sind oder eigene Geschichte, man betrachtet, viele Menschen stehen, fragen sich auch, was ist mir lieber? Also wenn wer in mich verliebt ist oder wenn ich in wen verliebt bin, egal ob es zurückkommt. Okay? Mir war immer lieber, dass ich geliebt habe. Was zurückkommt, umso schöner. Mir war es nie so wichtig, ob jetzt jemand in mich verliebt ist, wo ich nicht wollte. Das hat mich nicht so interessiert. Ja? Das heißt, Liebe ist ein Zustand, der aus dir selbst herausbringt. Und Verliebtheit auch. Und das ist immer ein Geschenk. Auch wenn es am Ende vielleicht wehtut, weil man sich trennt. Aber Verliebtsein ist immer ein Geschenk. Das macht man sich selbst. Deswegen würde ich jeden Menschen, und da ist das Alter völlig, völlig wurscht oder gleich, ermutigen, sich zu verlieben, auch wenn es vielleicht dann nichts wird. Das ist auch Arbeiten ohne Netz. Nicht den Kopf sofort einschalten und sagen, ich weiß nicht, liebt er mich auch, liebt sie mich auch, ich darf mich nicht einlassen und so. Nein, lassen Sie sich ganz ein, dann haben Sie immer gewonnen. Nämlich ein unglaublich starkes Gefühl, Liebe, Verliebtheit. Ja. Und in der Liebe auf spiritueller Ebene ist das ganz ähnlich. Und Sai Baba hat mir eine Botschaft gegeben, seid in der Liebe Egoisten. Der Titel ist ja eine Provokation. Nicht? Der Titel ist ja schon eine Riesenprovokation. Aber hören wir kurz hinein, wie schön das ist. Seid in der Liebe Egoisten. Schauen Sie, dass Sie selbst lieben, das ist gemeint. Nicht, dass Sie geliebt werden. Darum, das geht es im Leben nicht, dass Sie geliebt werden von anderen. Es geht darum, ob Sie den anderen lieben, ob Sie mit Liebe zum anderen gehen, nicht ob Sie Liebe bekommen. Das ist ein anderes Themenfeld. Sai Baba sagt, wann ist die Liebe vollständig? Die Menschen sagen, ich werde nicht geliebt, niemand liebt mich. Ich sage euch, vergesst dieses Phänomen, denn es kommt darauf an, ob ihr liebt. Ich bin Sai Baba, geliebte Menschen. Liebe ist vollständig, wenn ihr liebt. Und Liebe muss nicht darauf warten, erwidert zu werden. Wer liebt, ist ohne Angst. Und wenn jemand mit seiner Liebe auf dich zukommt, dann wirst du nicht erschrecken, sondern diese Liebe annehmen können. Bei der Liebe geht es immer darum, dass du liebst und nicht, ob du auch geliebt wirst. Liebe ist egoistisch. Was kümmert dich der andere? Nur durch dieses Bewusstsein kann sich deine Liebe überall ausbreiten und alle Menschen erreichen.
Solange du erwartest, dass deine Liebe erwidert und zurückgegeben werden muss, ist das ein Handel, mehr nicht. Und die meisten Beziehungen sind ein Handel, mehr nicht. Liebst du mich, so liebe ich dich und am besten, wenn es gleich stark, gleich viel und gleichmäßig ist. Nur nicht einseitig lieben, nur nicht zu viel lieben, nur nicht zu viel geben und im Gegenzug womöglich zu wenig oder nichts erhalten. Das ist die Liebe, wie sie verstanden wird, und das ist ein Konzept von Angst. Angst verhält sich so, ein ängstlicher Mensch verhält sich so, nicht aber ein Mensch, der liebt. Und dass ihr diese bedingungslose Liebe nicht mehr leben könnt, dafür ist das Umfeld, ist die Erziehung und sind religiöse Konzepte verantwortlich. Alles will man euch beibringen, nur nicht, was richtige Liebe ist. Die Verliebten werden als Bedrohung empfunden und Ehen sind nur dann gut, wenn die Eltern mitreden dürfen. Der Verliebte interessiert sich nicht für seine Eltern, sondern er möchte alleine mit dem geliebten Menschen alleine sein. Der Verliebte ist glücklich und ist somit die größte Gefahr für die Gesellschaft, in der die Angst regiert und in der Kriege existieren. Was kümmert einen Verliebten ein Krieg? Er ist glücklich und nicht dafür zu haben. Der Verliebte ist die größte Bedrohung für dieses System. Deshalb wartet das Umfeld immer darauf, bis der Verliebte wieder vernünftig oder normal wird, bis mit ihm wieder zu reden ist, bis er wieder tut, was erwartet wird. Und noch mehr Glück und Freude als ein Verliebter erfährt ein Liebender. Welche Bedrohung von einem Liebenden für dieses System ausgeht, liegt auf der Hand. Jemand, der weit über das Stadium des Verliebtseins hinausgeschritten ist, ist absolut frei von Angst und ist von niemandem mehr zu kontrollieren. Dieser Mensch ist frei und von dieser Freiheit sollen die Menschen ferngehalten werden. Wäre es anders, würde man die Liebe und die Freiheit in den Schulen lehren. Jemand, der Gott und die Menschen liebt und der weder von Gott noch von den Menschen etwas erwartet, ist absolut unbeeinflussbar, kennt keinen Neid, keine Eifersucht, keinen Hass und vor allem erst ohne Angst. Ein Zustand, der von der Gesellschaft nicht akzeptiert wird, da die Menschen nur durch einen Mangel an Liebe und durch die Angst zu kontrollieren sind. Seid in der Liebe Egoisten. Und das heißt, schaut darauf, dass ihr selbst liebt und nicht, dass ihr Liebe empfangt. Macht keine Rechnung und kein Geschäft mit der Liebe. So wie du mir, so ich dir, ist vor allem in der Liebe fehl am Platze. Liebet ohne geliebt zu werden, gebt ohne etwas zurückzuerwarten und seid in einer Welt voller unglücklicher Menschen glücklich. Bei der Liebe kommt es auf dich an. Die Liebe geht von dir aus, alles andere ist unwichtig. Sei dir bewusst, wie schön dein Leben ist, wenn du liebst und welche Macht von der Kraft der Liebe ausgeht. Ich bin Saibaba. Für mich eine wunderbare Botschaft, um wieder das Licht ganz auf Selbstreflexion zu lenken und zu sagen, was fehlt mir vielleicht woanders, dass ich jetzt die Liebe von da brauche? Nicht? Was fehlt mir überhaupt im Leben, dass ich Liebe einfordere? Das sind alles interessante Fragen, wenn Sie ein Defizit verspüren, wenn Sie sagen, der andere, ich glaube, der liebt mich nicht. Ja, wenn Sie quasi ein bisschen da traurig werden und drüber Gedanken hegen, dann ist da schon ein Auftrag, aha, wo fehlt mir denn was, dass ich das brauche überhaupt? Zu diesem Thema passt auch, es ist sehr weit, es gibt sehr viele Bücher darüber, den richtigen Seelenpartner finden. Ich möchte Ihnen meine Ansicht dazu sagen, das ist ein kompletter Unfug, das brauchen Sie nicht. Warum? Ich kenne Menschen, die verlieben sich und dann gehen sie zu einem Heiler oder pendeln das selbst aus und sagen, na, ist das jetzt mein Seelenpartner oder nicht? Und dann sagt der nein und sagt, oh nein, bist leider nicht mein Seelenpartner, geht nicht. Habe ich schon erlebt. Und ist öfter, es ist so ein Hype, ja, ein Hype, Seelenpartnersuche-Hype. Okay? Es ist ein Unfug, sondergleichen. Wenn Sie sich verlieben, dann ist es komplett gleich, ob es der Seelenpartner ist oder nicht.
Und der Seelenpartner, ich möchte Ihnen auch eine Illusion, vielleicht viele haben vielleicht die Illusion, dann wird alles super, dann kommt der Seelenpartner, dann ist Harmonie. Dann sitzt man immer auf Wolke 7. Das wird super. So, und beim Seelenpartner, den müssen Sie noch mehr aushalten wie den anderen. Der spiegelt Ihnen alles. Ja? Und wenn Sie noch offene Themen haben und Sie haben wirklich mit aller Wucht den Sie wollten unbedingt einen Seelenpartner. Sie wissen, der ist in Australien und fliegen so in Australien mit den letzten Leuten und Sie lernen den dann kennen. Da haben Sie von ersten Tagen gleich mal Krieg mit dem Seelenpartner. Ja? Das heißt, seien Sie mit dem, wo Sie vom Schicksal her oder vom Lebensfluss her gerade sind, mit den Begegnungen, dann pflücken Sie jede einzelne Begegnung. Verkopfen Sie nicht, dass Sie jetzt einen Seelenpartner brauchen, um komplett zu sein. Nein. Machen Sie sich glücklich, wenn Sie sich verlieben. Wir waren so oft schon mit Partnern, die keine Seelenpartner sind, glücklichst. Und wenn es nicht vorgesehen ist, dann werden Sie einen Seelenpartner auch nicht kennenlernen. Und dazwischen haben Sie vielleicht dreimal gesagt zu jemandem, in den Sie verliebt waren, nein. Also das ist pure Dummheit. Also hier würde ich wirklich ein bisschen diese ganzen Glaubensmustersätze, die sich in der Esoterik-Szene in den letzten 20 Jahren eingeschlichen haben, wirklich hinterfragen, stimmt das für mich? Und ich sage Ihnen, wie ist es für mich? Ich weiß nicht, ob meine Frau meine Seelenpartner ist und mich interessiert es auch nicht. Ich bin glücklich, fertig. Das wollte ich unbedingt noch sagen. Das habe ich schon lange aufgeschrieben, Gott. Das geht so nicht. Dann haben wir hier eine wunderbare Sache, auf die ich auch noch den Fokus lenken möchte. Ich habe die Botschaft, ich habe einen wunderbaren Traum gehabt vor einigen Tagen. Am 14.06., also es sind schon 2 Wochen und einige Tage. Aber was ist die Zeit? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe da oft überhaupt kein Gefühl mehr. Begegnung mit Mutter Maria. Ich hatte diesen wunderbaren Traum. Und das war aber kein Traum, so gewöhnlich. Ein Klartraum war das. Das heißt, ich war mir bewusst, dass ich träume. Es war wie wenn ich wirklich draußen jetzt, ich schaue jetzt, sehe den Baum. Ich sehe sie. So bewusst war ich mir. Und ich war in dem Traum, konnte ich frei entscheiden. Ich konnte mich frei bewegen, ob ich das mache, ob ich nicht. Also ich habe gewusst, ich bin souverän. Der Traum hat nicht mich beherrscht, sondern ich den Traum. Also ein Klartraum. Ich stehe vor einer Mauer und denke mir, also das war dieser Klartraum. Das war so eine Mauer. Und dann denke ich mir, wenn ich mich jetzt ganz fallen lasse, dann kann ich durch die Mauer gehen. Das Bild habe ich so oft im Kopf gehabt, denke mir, wie ist, wenn man so Teleportation oder durchgeht, levitieren oder sonst was, geht das? Und ich denke mir, ja, wenn die Schwingung erhöht, irgendwie geht das. Ich habe es noch nie geschafft. Aber im Traum. Im Traum habe ich gesagt, das war auch so wie jetzt, das war ganz live. Und in dem Moment, wo ich sage, ja, so geht's, bin ich schon durch. War ich schon durch. Und zunächst bin ich dann, ist es ganz finster und langsam wird es überall Licht. Ein sehr schön orange-gelb-weißes Licht beginnt einen sehr großen Raum auszuleuchten. Er gleicht einem Kellergewölbe unter einer Kirche. Auf einem Sockel steht eine wunderbar restaurierte Muttergottesstatue und auf einer Holzkiste sitzt ein etwas entmutigter Mönch mit einem Jesustext in einer alten Schrift, so als ob er den Text nicht entziffern könne oder das, was da steht, nicht glauben kann. Also der hat mir richtig leid getan. Er ist verzweifelt. Also richtig sehen, sein ganzes Glaubensbild fällt jetzt zusammen. Ich blicke auf die Statue und sehe, wie sie sich belebt. Und plötzlich fliegt Mutter Maria eingehüllt in ein weiches, gelb-weißes Licht zu mir. Sie ist sehr erfreut darüber, dass es die Menschen zu Wege bringen, so alte Statuen so schön zu erhalten. Dann sehe ich große weiße, graue und graue Wolken, weißgraue, graue und auch so schwärzliche Wolken im Raum, die aber nicht zum Raum gehören. Das war so, wenn ich beim Fenster rausschaue, das ist draußen, also es war nicht diese Ebene. Andere Dimension war das eindeutig, also ein Einblick in eine andere Dimension. Maria sagt zu mir, diese Wolken löse ich jetzt auf, das wird jetzt geheilt. Daraufhin befinde ich mich wieder auf meiner Welt und ich wache im Bett auf. Dann die kurze Botschaft von Mutter Maria dazu, die Bedeutung. Dieses Traumbild hat die Bedeutung,
euch für das Transzendente zu sensibilisieren, damit ihr positive Einblicke in die andere Welt und in andere Dimensionen erhalten könnt. Dieses Verständnis soll euch stärken und euren Alltag bereichern. Die einzelnen Bilder dieser Begegnung sagen wie folgt beschrieben aus. Der Mönch über den Jesus-Text gebeugt, weist darauf hin, dass die Lebens- und Sterbensgeschichte von Jesus, so wie sie auf dieser Erde verbreitet wird, nicht stimmt. Die Mutter-Gottes-Statue, die sich belebt, weist auf die Erstarrung des Glaubens hin, eine Erstarrung, die jedoch immer gelöst werden kann, so sich ein Mensch selbst von den Glaubensmeinungen und Glaubensbildern befreit. Die Wolken und die Heilungen zeigen, dass die spirituellen Lichtebenen des Seins aus anderen Dimensionen in andere Dimensionen eingreifen können und das auch tun. Heilungen für die Menschheit gibt es zu jeder Zeit und sie sind ununterbrochen im Gange. Und noch eines zeigt diese Begegnung: Es ist den Menschen möglich, den Schleier zwischen den Welten zu durchschreiten. Vertrauen und absolute Hingabe führen den Menschen in die andere Welt. Sind diese zwei Voraussetzungen vorhanden, so ist jedes Wunder möglich und ihr könnt im wahrsten Sinne des Wortes durch Wände gehen. Gleichzeitig ist für die Rückkehr in diese Welt gesorgt. Jemand, der von Gottes Gnaden in die andere Welt geleitet wird, kehrt, solange er auf dieser Welt noch im Dienste des Lichts steht, immer wohlbehalten und sicher auf diese Welt zurück. Öffnet euch daher für das Licht, seid bereit, alle Begrenzungen abzulegen. Und die größte aller Begrenzungen ist die Vorstellung, ihr könntet am Göttlichen erst auf der anderen Welt teilhaben. Wer die inneren Bindungen an diese Welt nach und nach abstreift, öffnet sein Herz für die andere Welt und Unmögliches wird möglich. Deshalb kommt eurer Bewusstseinsarbeit höchste Bedeutung zu, damit es euch nicht so ergeht, wie dem Mönch im Traum, der ratlos und entmutigt mit einer Tatsache, die ihn überfordert, konfrontiert wird und auf die er keine Antwort weiß. Es ergeht euch wie dem Mönch, der die Statue zwar sehen, aber das Leben in ihr nicht wahrnehmen kann, auch wenn es vor seinen Augen schwebt. Wir warten darauf, dass immer mehr Menschen die andere Welt besuchen. Wir warten auf dich. In unendlicher Liebe, Mutter Maria. Ich bin überzeugt, viele von den Zuhörern, jetzt live oder wenn sie das dann am MP3 hören und hier im Raum, haben solche Träume oder ähnliche Träume. Und ich möchte sie darin bestärken. Die Traumebene ist genauso eine Ebene wie diese irdische Ebene. Wenn Sie auf der Traumebene eine Begegnung haben, haben Sie die wirklich? Sagen Sie dann nicht zu sich, nicht der Hobby, nur Traum. Nein, da bringen Sie sich um etwas ganz Wertvolles, wenn Sie das kleinreden. Aber auch das ist ein tiefes Muster eingeprägt. Wenn wir Kinder waren und ich habe einen Traum wem erzählt, na, das hast du halt dran. Nein, ich habe so viele wunderschöne Begegnungen schon auf dieser Ebene und auf diese Art gehabt. Am Beginn habe ich das auch gesagt, na, habe ich ja nur geträumt. Natürlich habe ich dann bei Träumen, die Albträume waren, auch gesagt, nur geträumt. Das war ein Glück, nicht? Das war nicht so schlimm, sozusagen. Also, gibt es ja auch. Aber wenn Sie jetzt einen Albtraum haben, auch das in den richtigen Kontext stellen. Was heißt ein Albtraum? Ich habe schon so viele Schlachten auf Traumebene mit meinem Lichtschwert ausgefochten. Und ich habe, glaube ich, wirklich viele Schlachten gebraucht, um drauf zu kommen. Wenn ich das dort tue, brauche ich es hier nicht. Das heißt, da passiert schon viel im Vorhinein. So wie die Mutter Maria in diesem Traum, ich sitze so vor den Riesenwolken und ich habe dann gemerkt, wie sie das tut, das ist die Erde. Und da habe ich gewusst, so arbeitet die geistige Welt. Das heißt, das sind alles so Energiepakete, die wir entladen. Oder auch Fukushima, es kann Atommüll auch sein, also Atomenergie und so weiter. Wo die geistige Welt von außen dann eingreift und das auflöst. In diesem sogenannten roten Knopf, von dem immer die Rede ist, den haben sicher schon X-Präsidenten gedrückt, nur er hat nicht funktioniert. Warum? Weil die geistige Welt gewisse Dinge nicht mehr zulässt. Und warum ist das jetzt neu so? Ist das gegen unseren freien Willen, könnte man einwenden? Nein, das ist, weil wir den freien Willen, ein gewisser Prozentsatz der Menschen hat gewählt, dass die Erde nicht zerstört werden darf.
Das heißt, wir haben durch den freien Willen diese Genehmigung erteilt. Es ist genau so, nicht umgekehrt, dass die eingreifen, wir werden ausgehebelt. Umgekehrt, wir haben das erteilt. Aber es ist noch nicht die kritische Masse erreicht von Menschen, von Erwachten, wo das Ganze kippt. Aber dass jeden Tag, wo ein Stabel rausgezogen wird, ist ja offensichtlich. Das heißt, bringen Sie sich bitte auch, wenn Sie träumen, luzid träumen, klar träumen, oder wenn Sie was ganz stark erspüren, nie um die Früchte Ihrer Begegnung, einer Begegnung oder Ihrer Wahrnehmung, indem Sie vielleicht auf ein ganz tiefes Muster noch zugreifen und sagen, nein, das war eh nichts. Nein, es ist was ganz Großes, was passiert. Khalil Gibran, der wunderbare Schriftsteller, hat eine kleine Geschichte so geschrieben, in dem Kontext auch, das Auge sagte eines Tages, ich sehe hinter diesen Tälern im blauen Dunst einen Berg. Ist er nicht wunderschön? Das Ohr lauschte und sagte nach einer Weile, wo ist der Berg? Ich höre keinen. Darauf sagte die Hand, ich versuche vergeblich ihn zu greifen, ich finde keinen Berg. Die Nase sagte, ich rieche nichts, da ist kein Berg. Da wandte sich das Auge in eine andere Richtung. Die anderen diskutierten weiter über diese merkwürdige Täuschung und kamen zu dem Schluss, mit dem Auge stimmt etwas nicht. Und so geht's, kann es Ihnen auch gehen oder so kann es uns gehen im Kontext mit anderen Menschen, aber auch mit uns selbst, wenn wir der eigenen Intuition nicht ausreichend gebührend begegnet. So würde ich das sagen. Wir stehen jetzt kurz vor einer kleinen Sommerpause, was Lichtlesungen betrifft, und 3 Monate fast. Im 22. September kommt die nächste Lichtlesung und da gibt's, ist die Botschaft so wunderbar passend, nämlich auch Heilungen. Was brauchen Heilungen am meisten aus meiner Sicht? Am meisten brauchen Heilungen aus meiner Sicht Zeit. Das heißt, die Geduld ist ganz wichtig. Und genau bei dem Thema hängen ja auch viele Menschen. Und da gibt es eine abschließend diese wunderbare Botschaft von Meister Saint-Germain. Heilungen brauchen Zeit. Und speziell auch dafür, um die Ebenen zu integrieren. Das heißt, dranbleiben ist das eine, aber das andere ist wirklich auch Zeit sich geben, um Dinge zu integrieren. Und diese wunderbare Botschaft passt wunderbar als Abschluss heute der Lichtlesung, bevor wir in die Sommerpause gehen. Dass Sie sich auch im Sommer die Zeit geben für bestimmte Heilungen, die zweifellos bei uns allen geschehen und anstehen. Meister Saint-Germain sagt, wird es schlechter, ehe es besser werden kann? Beginnt mit der Frage. Manchmal werden die Dinge schlechter, ehe sie besser werden können. Das gilt auch für die Transformationsprozesse. Erwartet nicht, dass sich jede Heilung sofort und augenblicklich einstellt. Erwartet hingegen, dass Heilungen zumeist Schritt für Schritt eintreten. Heilungen sind an das Bewusstsein des Menschen gekoppelt. Das heißt, das Erkennen eines Themas löst die Heilung aus, bringt sie in Gang. Viele Menschen erleben heute, dass sich ihr körperlicher und psychischer Zustand während der Transformationsarbeit verschlechtert. Das sind vorübergehende Phänomene, denn wenn Wunden geheilt und geschlossen werden, ist das zumeist mit neuen Schmerzen verbunden. Auf dieser Ebene ist das Durchhalten von größter Bedeutung. Und dafür ist es wichtig, die richtigen Zuordnungen zu treffen. Wer die Prozesse der Heilung versteht, der geht mit Schmerzen, gleich welcher Art, anders um. Für den sind üble Laune oder körperliche Einschränkungen zeitlich begrenzte Phänomene und notwendig, um eine Heilung zu bewirken. Des Weiteren ist es wichtig zu verstehen, dass sich heute auf der Erde immense Energien entladen. Immer wieder kommt es daher zu Irritationen im Energiekörper des einzelnen Menschen. Freischwebende und schwingende negative Energieformen heften sich den Menschen an. Das schwächt und kann ebenso für Unwohlsein sorgen. Auch hier ist es wichtig, die Zuordnung zu kennen, damit nicht an der falschen Stelle gearbeitet oder falsch an das Problem herangegangen wird. Deshalb, weder eure noch die Transformation der Mitmenschen kann sich ohne zeitweilige Beeinträchtigungen, sogar Verschlechterungen des Gesamtzustandes ereignen.
Erwartet weder von euch selbst noch von den Mitmenschen, dass ihr immer lächelnd durch die Welt schreitet. Denn jetzt ist der Punkt erreicht, an dem die Licht- und Liebe-Illusion durchschaut und überwunden werden soll. Gebt euren Heilungen die Zeit, die sie brauchen. Setzt euch niemals unter Druck. Hadert nicht, wenn sich die Dinge nicht sofort bessern. Bleibt konsequent in eurem Bestreben, Licht in eure Angelegenheiten zu bringen. Das Ziel ist, tiefgreifende Heilungen zu erlangen, Heilungen, die bestehen bleiben. Und das heißt, dass alle Ebenen berücksichtigt werden müssen und dass ausreichend Zeit für die Integration und Verarbeitung jedes einzelnen Schrittes gegeben sein muss. Energetische Heilungen verändern euch, verändern eure Beziehungen und verändern euer Leben. Dies geschieht immer Stufe für Stufe oder Schicht für Schicht. Bedenkt bitte, ihr müsst mit den Veränderungen auch leben und umgehen können, sie in euren Alltag integrieren. Daher geschieht alles in dem Maße, wie ihr dafür bereit seid und wie ihr es verarbeiten könnt. Forciert nichts, aber lasst es geschehen, was geschehen soll. Der Weg in das Licht ist ein Weg der Achtsamkeit und Geduld. Geht diesen Schritt für Schritt, legt Pausen ein, durchnimmt alle Herausforderungen bereitwillig und in Demut an. Ich liebe euch unendlich, ich begleite dich bei jedem Schritt. Ich bin Meister Saint-Germain. Das ist oft so eine wunderbare Botschaft und es ist oft so, man ist in einem Prozess drin und sagt, okay, mir tut es ja hier weh, das gehört da geheilt. Was tust du jetzt woanders herumdrücken? Da tut es ja weh. Und wir wissen genau bei den Füßen, Akupunktur und so, das alles eine Zuordnung ist. Das heißt, eine Zuordnung hat, das heißt, der Doktor drückt bei den Füßen herum, dir tut es aber da weh. Was hat denn das für einen Sinn? Und genauso ist es spirituell auch energetisch. Das heißt, oft wird ganz woanders was bei einer Lichtsitzung gemacht, erkannt, muss ganz was anderes erkannt werden, damit das dann geheilt wird. Und der herkömmliche Ansatz, der allgemein der konservativen, also der Medizin, so wie sie ist aber der, ist die Symptombekämpfung. Das heißt, der Patient kommt und sagt, da tut's weh, Arzt gibt Salbe, tut nimmer weh. Der spirituelle oder der ganzheitliche Ansatz ist ein komplett anderer. Ah, warum tut's da weh? Ah, weil es dich in der Leber zwickt. Jetzt musst du einmal eine Woche das trinken, dann wird's da nimmer weh tun. Das ist ein Leberproblem und kein Hautproblem auf deiner Hand. Und für diesen Ansatz braucht es mehr Bewusstsein, mehr Verständnis und auch mehr Geduld. Gut. Und wenn man das versteht, dann tut man sich bei sich selber auch leichter, speziell wenn man in vielleicht wirklich körperlich schwierigen Situationen steht. Wir kommen zum Abschluss der heutigen Lichtlesung. Ich möchte kurz noch auf zwei Themen ganz kurz abschließend noch eingehen. Eine Leserin schreibt, bedankt sich für die 96., also für die letzte Lichtlesung, speziell weil ich da auch auf die Bevölkerungsaustausch, auf die Migrationskrise eingegangen bin und auf das Volk, auf Volksbewusstsein, auch Herkunft, dass das wichtig ist. Und sie schickt mir einen Satz von Markus Garvey, den habe ich nicht gekannt, das ist ein Reggae, ein Text eines Reggae-Liedes. Und da heißt es, ein Volk ohne das Wissen über seine Vergangenheit, Herkunft und Kultur ist wie ein Baum ohne Wurzeln. Sehr schön. Und das führt mich gleich zu der Beantwortung einer Frage, die sicher oft sich herstellt, warum ich diesem Thema so viel Aufmerksamkeit widme. Ist ja fast jede Woche irgendwas am Blog zu diesem Thema. Es ist ganz einfach und das wird jetzt eine Antwort sein, die vielleicht viele, die die Licht- und Liebe-Illusion und Esoterik und so weiter sehr daran glauben oder dass alles schon vorbei ist, dass alles schon gerettet ist sozusagen, der Aufstieg schon fertig, erschüttern oder überraschen. Ich sage ganz offen, wenn dieser Austausch stattfinden sollte, das heißt, wenn wirklich viele Menschen von einer ganz anderen Kultur, Religion herkommen und hier das umsetzen wollen, am Ende ist es die Scharia, das ist klar, dann
wird der Aufstieg, so wie wir es wollen, niemals stattfinden. Das wird es nicht spielen. Auf höherer Ebene haben wir gehört, ja, ist er schon. Aber ich möchte durch dieses Statement uns wachrütteln und jeden wachrütteln und sagen, wir müssen noch was tun, dass das umgesetzt wird. Wir sind jetzt im Prozess drin und wir haben zu tun. Und für Erkenntnisarbeit, das weiß jeder, brauchst du Geduld und Zeit, brauchst du Muße und du brauchst ein Umfeld dafür. Okay? Und wir in Österreich haben ein wunderbares, noch ein super Umfeld, wo wir quasi, wenn wir halbwegs mit den Lebens Umständen, das heißt mit Nahrung, Wohnung, wenn wir da keinen großen Existenzkampf haben mehr, wir können uns diesem Thema widmen. Und dadurch können wir für viele Menschen Energie bereitstellen. Energie bereitstellen. Das heißt, viele von uns können einer geregelten Arbeit gar nicht mehr nachgehen, weil sie das nicht mehr auf die Reihe kriegen. Aber nicht, weil sie unfähig und unfähig sind oder Schwächlinge, sondern weil sie in Transformationsprozessen drinstecken, wo das einfach fast nicht mehr geht. Und diese Menschen tun ganz viel ins gesamte Energiefeld einbringen. Und dafür brauchen wir aber Ruhe, Stille und ein Umfeld, wo das möglich ist. Ich bin viel auf Kinderspielplätzen oder mit den Kindern unterwegs. Und ich beobachte Kinder und Eltern. Und da gibt es Spielplätze in Wien logischerweise, wo wirklich die ganze wunderbare, ich sage wunderbare Mischung der Menschen zusammenkommt. Die ganze Welt ist auf so einem Spielplatz in Wien oft versammelt. Außer man ist im 19. oder 18. Bezirk. Aber wenn du im zweiten oder dritten Bezirk dort bist, hast du alles. Und wenn ich das beobachte und sehe, wie gewisse Menschen mit den Kindern, wie das alles so ist, und ich denke, die werden in 10, 20 Jahren groß und das weiter bestimmen. Und wenn ganz viele von diesen da sind, die ganz anders ticken, die ein anderes Lebensmodell haben, die wirklich eben die Aufklärung nicht durchgeschritten sind, dann geht sich das einfach nicht aus, weil wir haben dann keine Ruhe mehr, wir werden uns dann einfach nur noch dagegen wehren müssen. Und deswegen kann man das jetzt noch bremsen, indem wir einfach uns innerlich das bewusst machen, dass da was rennt, so wie uns die gewisse Wellen das zentrale Sonnenlicht von der galaktischen Sonne verhindern wollen, so wollen sie durch den Umbau Europas, weil von Europa geht ganz viel spirituelles Licht aus. Wollen Sie das auch da verhindern auf der Ebene? Und wenn uns das bewusst ist, dann können wir da viel freier hinschauen, worum es geht. Und deswegen ist mir das Thema so wichtig. Denn wenn wir einmal in den Kämpfen drin sind, ja, dann sind wir so beschäftigt, dass wir an Transformation nicht mehr denken brauchen. Das geht sich einfach nicht mehr aus. Und das kann auch ohne Krieg passieren, das kann schleichend gehen. Immer mehr Menschen kommen, machen ihre eigene Partei, sitzen einmal im Parlament. Die Demokratie wird quasi missbraucht, damit die im Parlament sind. Und am Ende haben es die Mehrheit und wir haben die Scharia. Das ist ganz eins zu eins zusammenzählen, ist nicht fair. Und deswegen ist es so wichtig für mich, das Licht drauf zu lenken, damit wir unsere Transformation betreiben können. Auch in dem Kontext ist es wichtig, dass wir energetisch auch unser Umfeld haben. Und wir hören von der geistigen Welt, da gibt es kein Zurück mehr. Das findet statt, ich weiß es, es findet statt, aber es wird nicht stattfinden, wenn wir zu früh uns zurücklehnen und sagen, ich brauche nichts mehr tun. Ich habe es veröffentlicht am Blog zur Fußball-WM, einen langen Beitrag. Fußball-Weltmeisterschaft ist energetischer Massenvampirismus. Da möchte ich jetzt nicht drauf mehr eingehen, bitte lesen. Ich möchte Ihnen aber was erzählen. Ich war ja, wie Sie wissen, lange Zeit Kellner und ich glaube, ich habe wirklich einige Weltmeisterschaften und ich weiß nicht wie viele, drei, vier und Europameisterschaften als Kellner immer gearbeitet. Und hat sie mir einen eigenen Raum gegeben, dann ist ja irgendwann mal vor 10 Uhr das Public Viewing gekommen und dann hat jeder Wirt sich einen Fernseher eingestellt und dann hat man halt immer geschaut und ich habe dort serviert. Okay? Und jetzt hat eine in einer Zeitung, in einer großen in Wien, hat eine Psychologin gesagt zur WM, wir haben zu diesem Pub, zu diesen gemeinschaftlichen Fußballschauen, wir haben in unserer Kultur viel zu wenige dieser Gemeinschaftserlebnisse. Es ist etwas Menschliches, das wir brauchen. Wir wollen gemeinsam jubeln und uns gemeinsam freuen, sagte eine Psychologin. Und sie hat da aber sicher, ich weiß nicht, das ist sehr kurz gesprungen für mich. Ich bin dann hineingegangen in meine Erinnerung.
Und ich habe dort serviert. Und die haben eigentlich immer gestritten, dort die Leute. Ja, da war, ja, die einen haben übergejubelt und die waren immer irgendwie wie hypnotisiert. Wenn sie heute in eine Fanmeile gehen, ja, klingt das schon, Fanmeile. Das heißt, das ist auch schon Zick, Meile. Wie Lemminge und nur noch der Abgrund, der Fernseher ist der Abgrund. Also die sind alle hypnotisiert. Und wo ist da die Freude, der Jubel? Ja, habe ich nie erlebt. Die waren, die sich gefreut haben, haben sich übermäßig gefreut, waren meistens dann eh schon so betrunken, dass sie auch schon was angerichtet haben. Ja. Und die anderen waren die Verlierer mit köpfenden Hängen. Das heißt, es war nie ein Fest, es war nie ein freudvolles Fest, eine Jubelstimmung. Und ganz im Gegensatz dazu habe ich vorige Woche war ein Sommerfest vom Kinderhaus meines Sohnes, also er geht nicht mehr ins Kinderhaus, aber das, man kann danach auch hingehen, in alle Eltern eingeladen. Was ist dort gewesen? Dort haben die Kinder selbst getanzt, haben sie musiziert, haben gespielt, die Eltern haben mitgearbeitet, haben was mitgebracht. Das waren so 100 Menschen. Das war so eine Traube um die Kinder herum. Und dann war frei das Spielen und so weiter. Und die Eltern haben zu unterhalten, 3, 4, 5 Stunden. Das war ein Fest. Da haben die Menschen aus sich heraus was geschöpft gemacht. Aus sich heraus und wirklich miteinander sich begegnet. Sogar eine Messe in der Kirche ist mehr gemeinschaftlich als so ein Fußball-Public Viewing. Da schauen ja alle nur auf das Kisterl dort hin. Untereinander findet ja fast nichts statt. Die schauen nur auf den Gott hin, auf das goldene Kalb. Und sonst nichts. Ja? Und dieses ist ja Massenpsychose, Massenhypnose natürlich. Und in diesen Stadien und in dieser Energie wird unglaublich viel negative Energie der Menschen frei. Weil irgendeiner verliert immer. Es ist komplett wurscht, wie man das dreht und wendet. Einer ist unzufrieden. Oder einer ist ein Fan vom Messi oder Ronaldo und der spielt nicht gescheit und der Abend ist schon wieder verdorben. Ja. Und da werden alle Gefühle, Neid, Zorn, Hass, Eifersucht, Gier, Enttäuschung, minderwertige Schuld, Verzweiflung, Trauer, alles wird bei so einem Fußballspiel entladen. Und das ist im Licht, ich überhaupt gestaunt, im Licht Buch 1 werden genau diese Sachen behandelt, wo man sagt, da muss hineinleuchten, das gehört weg. Aber die Massenhypnose, Fußball, drück dich energetisch hinunter. Ich bin voll dafür, ich liebe FIFA, ich habe Fußball gespielt, aber ich bin voll dafür, dass man das da wirklich von dem befreit, dass man sich das ein bisschen bewusster macht. Ja. Und diese negativen Energien, die schöpft dann jemand ab. Da gibt es schon genug Kräfte, die brauchen das zum Existieren. Und deswegen gibt es auch diese tollen Fußball-Weltmeisterschaften und unten die Spieler, die das veranstalten. Also hier würde ich einfach sagen, bewusster das angehen. Und als Kellner kann ich erinnern, ich habe einen Abend erlebt, das war super Fußball, da habe ich mich wohl gefühlt. Und lustig war ja auch, wie ich dann gemerkt habe, es kommt wieder eine WM, da war ich schon 15 Jahre im Geschäft. Und wir, die älteren Oberkellner, haben dann immer entweder bei einer Fußball-WM oder Europameisterschaft sind wir in Urlaub gegangen oder wir haben uns nicht zum Dienst eingeteilt. Ja? Wir haben das nicht mehr wollen. Ja, und ich kann mich erinnern, nur an einem Abend, da sind die zwei Chefs, die haben alleine geschaut in dem Zimmer mit dem großen Fernseher. Ich habe ihnen 3 Bier gebracht und die haben zur selben Mannschaft gehalten, die hat gewonnen und die waren dann glücklich. Das war super. Das war ein super Fußballerlebnis, so wie unter den Bedingungen arbeite ich gerne jeden Tag. Aber sonst ist das nichts Gescheites. Wenn ich mir anschaue, in Wien sieht man das so stark. Wenn sie dann hingehen in ein Stadion, das ist alles wie hypnotisiert. Da ist keiner mehr bei sich, da tragen so komische Leiber und malen sich an. Meine Güte. Aber wie gesagt, am Blog genau lesen, worum es da geht. Wir kommen zum Abschluss der heutigen Lichtlesung. Ich weise darauf hin, dass auch heute wieder das Recht auf Wahrheit hier, können Sie mitnehmen, vor allem beim Kadel, ist, da bringe ich noch vieles. Auf die Lichtsprache weise ich hin. Super neue Ausgabe, toll. Steht hinten drin, ich werde es nicht lesen, aber sinngemäß steht ein kleiner Beitrag hinten drin, dass in einer Schule in Amerika, wenn die Schüler jetzt da sich schlecht benehmen, dann gibt es einen Raum zum Meditieren. Da müssen sie hinein meditieren gehen. Und angeblich haben sie schon untersucht, dass das ein Riesenerfolg ist, dass sie sich dann so super beruhigen. So.
Dann habe ich das Bild gleich, wie ich das gelesen habe, im Kopf gehabt von den Spielplätzen, wo ich so bin. Also ja, aber da braucht schon ein gewisses Niveau an Kindern. Okay? Und da habe ich schon gewusst, geht sich nicht mit jeder Schule aus, das Meditieren. Weil wenn du wirklich schwer geschädigte und traumatisierte Kinder hast, verhaltensgestört, die werden da jeden Meditationsraum zerlegen. Gell? Das ist fix. Also auch da sieht man so schön den Unterschied. Oder auch Indigo-Kinder oder Sternenkinder wird gesagt, seit 2000 wird gesagt, kommen ja nur noch solche Kinder. Ja, ist richtig, circa in der Zeit ist das so passiert. Und weil jetzt nur diese Kinder kommen, ist schon alles quasi fertig und uns kann nichts mehr passieren. Der Aufstieg ist schon gerettet sozusagen. Ja, oder die Heilung, die Umwälzung und so. Und das stimmt, aber wissen Sie, ich sage Ihnen, circa 80% meiner Einschätzung nach dieser sogenannten hochsensiblen Indigo-Kinder gehen voll drauf. Die werden zugedeckt, die haben überhaupt keine Chance. Die werden in einer Familie vielleicht geboren, wo zu wenig Liebe ist, zu wenig Aufmerksamkeit oder wo überhaupt andere Bedingungen herrschen. Diese Kinder gehen zugrunde. Und ja, Sternenkind geboren, aber was wird dann draus? Und ganz viele Sternenkinder gehen hier komplett unter. Und darauf weist niemand hin. Ich kenne keine ESO-Literatur, wo das drinsteht. Überall wird gesagt, Sternenkinder, super, bravo, du wirst mir sagen, was ich tun muss. Nein, nichts. Wir sind da, wir sind das Vorleben und deswegen glaube ich, auch hier vorsichtig sein mit den Wahrheiten oder die Wahrheiten wirklich ganz ausleuchten. Mir ist hier ganz viel kommt hier durcheinander. Und wir brauchen Zeit, wir brauchen Geduld und wir brauchen vor allem Schlaf. Bitte schlafen Sie gescheit, schlafen Sie viel. Ja. Gestern war das in der Kronenzeitung in Wien. Zu wenig Schlaf kann tödlich sein, sagt Universitätsprofessor M. Walzel. Und speziell auch die elektronischen Medien sind allgegenwärtig. Das tut uns sowieso schon alles ein bisschen durcheinander machen. Wichtig ist, dass wir ausreichend schlafen, das heißt 8 Stunden wäre super, Kinder 9 bis 10 Stunden unbedingt. Elektronische Medien sind allgegenwärtig, steht hier. Viele gehen mit dem Handy ins Bett. Bitte tun Sie das einfach nicht, außer in Notfällen, das gibt's. Und checken sofort als erste Tätigkeit in der Früh Ihre Nachrichten oder viele am Handy als Wecker. Würde ich mir überlegen. Noch nie hat es einen solch drastischen Einfluss auf das Schlafverhalten gegeben. Warnungen kommen von Universitätsprofessor Dr. Manfred Walzel. Und dann die Frage, stimmt es, dass immer weniger Menschen in der Nacht Ruhe finden? Und dann eher, heute scheint Schlafen nicht mehr in zu sein. Die WHO zählt Schlafmangel zu den größten gesundheitlichen Belastungen der kommenden Jahrzehnte, neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Lungenkrebs. Fehlende Regeneration verändert Aufmerksamkeit und Konzentration, löst Depressionen, Herzbeschwerden, ja sogar Krebserkrankungen aus. 24% aller tödlichen Verkehrsunfälle lassen sich auf Übermüdung zurückführen. Hochinteressant. Hier denke ich auch an die Politiker, die haben ja wirklich oft die Spitzenpolitiker einen 16-18-Stunden-Tag. Und unser Bundeskanzler Kurz, den ich schätze, ich sage es ganz offen, was die machen, was die Grenzsicherung betrifft, ist wunderbar und richtig. Der schaut mir immer dünner aus, der Arme. Der muss endlich einmal sich wieder aufladen. Und wenn irgendeiner das vom Team ÖVP hört, bitte ihm das gleich sagen. Was sind die häufigsten Schlafräuber? Lärm und Licht, Handy, Internet, Computerspiele und so weiter. Das verhindert es. Englische Studien haben aufgezeigt, dass elektronische Medien schon Kindern im Vorschulalter pro Jahr einen ganzen Monat im Schlaf rauben. Depressionen bis hin zu Suiziddenken sind möglich. Bis zur Pubertät müssen Kinder 9 bis 11 Stunden schlafen, um gesund zu bleiben. Auch Jugendliche benötigen bis zu 9 Stunden. Was sollen Eltern beachten? Aufmerksam sein. Keine Gewaltspiele oder zu viel Internetsurfen vor dem Zu-Bett-Gehen erlauben. Sagt die Studie dieser Doktor. Ja. Und das ist ganz wichtig. Hier haben viele Eltern vielleicht die Frage, ich weiß wirklich, wovon ich rede. Darf man einem Kind überhaupt was verbieten? Es ist so moderne Erziehung. Man muss ja alles mit dem Kind absprechen. Ja, irgendwie ins Boot holen. Na, sie dürfen auch verbieten. Sie dürfen, es ist ihre Pflicht, nicht zu dürfen. Weil ein Kind kann nicht alles so einschätzen wie Sie. Und wenn ein Kind am Abend irgendwas spielen will, weil es so super ist,
wissen Sie genau, dass der dann Albträume hat und dann müssen Sie halt Nein sagen. Also Internet surfen nicht erlauben vor dem zu Bett gehen. Diese führen nämlich zu Ein- und Durchschlafstörungen beziehungsweise zu Albträumen. Also, und für uns Erwachsene auch, gönnen wir uns den Schlaf, verabschieden wir uns von diesem Dogma der Matrix. Man muss immer Leistung bringen, man muss immer Gas geben und man muss immer fit sein. Ja, ist auch so eine Idee, fit, ja, immer fit sein. Nein, überhaupt nicht. Wir sind gefordert auf so vielen Ebenen, wir müssen, nicht sollen oder dürfen, nicht sollen dürfen, wir müssen uns für uns selbst Zeit nehmen und dann geht alles einen guten Weg. Wir kommen zum Abschluss und zum Ende der Lichtlesung. Ich weise darauf hin, am 22. September gibt es die nächste Lichtlesung. Dann wird schon gleich das nächste Buch präsentiert. Das heißt Atmar jenseits von Konzepten. Mehr verrate ich jetzt noch nicht. Ein neuer Katalog mit super, es wäre ein Buch, so schön wird er. Ganz neu. Und dann Symbole, Christusbewusstsein 13, das Ich Bin-Symbol aus Atlantis, werden wir auf neue Weise präsentieren. Wunderschön. Ich weise auf eine Blockpause im Juli hin. Die dritte und vierte Juliwoche wird eine Blockpause sein und auch eine Shoppause. Karl und ich wollen uns vom Internet, wie wir es auch jetzt hier gehört haben, wirklich einmal befreien, entmüllen sozusagen. Internetmäßig und dann im August geht es wieder munter und sicher spannend weiter. Die Lichtlesung ist auf einem Samstag am 22., dass ich das noch sage, die Botschaft von Erzengel Michael. Wir haben gehört, Zeit, Geduld. Ein chinesisches Sprichwort sagt, Schildkröten können dir mehr über den Weg erzählen als Hasen. Und jetzt kann jeder schauen, wo er ist. Caroline Rudolfi bringt das anders auf den Punkt in einem Vers. Sehr schön, dass eine deutsche Erzieherin, die lebt zur Zeit Maria Theresias, Dichterin und Schriftstellerin. Sie sagt, man muss den Moment nutzen und nicht immer zukunfts- oder vergangenheitsorientiert denken. Und sie schreibt, drückt das so aus. Lasst uns froh das Heute nützen. Nur genießen heißt wahrhaft besitzen. Wer nur sehnend vorwärts strebt, immer aus der Zukunft Füllhorn naschet, wer die Gegenwart nicht eilend haschet, hat geträumt, hat nie gelebt. Und in diesem Sinne, ob Schildkröte oder Hase, genießen Sie bitte diesen Sommer und vor allem leben Sie Ihr Leben. Auf Wiedersehen, Gott segne Sie. As well, and so easily.